Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Bananeninsel. Heute ist mir richtig danach, tief in die Natur einzutauchen. Und ich habe hier so einen kleinen versteckten Platz, wo ich immer mal wieder hin kann und Kraft tanken kann, den Vögeln lauschen kann. Hier ist es sehr still eben in dieser Schlucht hier, in diesem Barranco. Ich habe da so einen kleinen Schleichweg rein und dann setze ich mich da einfach hin und ja, genieße die Natur, die Stille. Bin da einfach für mich. Wow. Hier neben mir ist ein Riesenschwarm. Also riesig in Anführungszeichen mit kleinen Mücken. Aber die surren so, also die surren ganz leise, aber man kann sie natürlich nur hier hören. Woanders würde man sie nicht hören. Ich weiß gar nicht, kann die Kamera das einfangen? Genau. So, und hier habe ich diese Palmenscheibe mal vorbereitet. Die wollte ich da in mein Lager hineintragen, um mich da mal draufzusetzen. Und das werde ich heute machen. Die sehen zwar riesig aus, diese Scheiben, aber die sind gar nicht schwer. Das werde ich jetzt mal gleich erledigen. Da habe ich was Schönes zum Draufsitzen. So, ich bringe jetzt gerade mal meinen Rucksack hier ins Lager. Naja, Lager kann man nicht gerade sagen. Lagerplatz. Ich wollte mal hier anfangen zu bauen. Habe aber nicht weitergemacht, weil ich im Garten so viel zu tun hatte. Und hier oben ist auch eine Höhle. Das heißt, eigentlich brauche ich nichts groß bauen. Ich kann hier einfach einen Tarp abspannen, draußen schlafen oder in der Höhle schlafen. Und ja, hier seht ihr, geht es immer weiter rein. Es ist absolut still hier und traumhaft. Das tut so gut gerade, Leute. Herrlich. Traumhaft, traumhaft. Oh, wie schön. Ja, manchmal nehme ich auch eine Gartenschere mit, schneide mir meinen kleinen Pfad hier frei. Und da habe ich hier so einen kleinen Pfad, der sich hier reinschlängelt, der sich auch da hinten ein bisschen rumschlängelt. Und kann dann einfach hier so, ja, auf so einem kleinen selbstgemachten Pfad herumlaufen. Okay. Schaut mal, hier kann ich schön sitzen, hier hinunterblicken ins Tal. Ist jetzt Gestrüpp, kann man jetzt so in der Kamera wahrscheinlich nicht gut sehen, aber ich kann da ein bisschen durchschauen, auch wenn ich aufstehe. Wenn ich gerade ausschaue, dann ist hier oben die Höhle. Hier steht mein Kamerastativ, ich zeige euch mal kurz die Höhle. Hier geht so ein Weg hoch. Hier die jungen Kakteen, die finde ich ganz süß. Guck mal, ganz weich noch alles, ganz zart und weich. Erst wenn sie älter werden. Die sind übrigens essbar. Man kann die älteren Kakteen oder die junge, oh, da war jetzt schon ein Stachel drunter versteckt. Aha, ist also so eine Kappe. Die kann man essen, kann man gut grillen. Und so gibt es viele Rezepte bei YouTube. So, jetzt gehe ich mal hier hoch, guck mal. So, ein schönes Blümlein. Hier so ein Fels, wie so ein Sichtschutz. Und dann ist hier die Höhle. Vielleicht bekomme ich mit der Action Cam hier noch eine bessere Ansicht.
Wildhuhn, Wildhuhn, Leute. Ah ja, passt mal auf, passt mal auf. Da oben steht es, eine Art Wildhuhn. Ich weiß nicht genau, was für eine Rasse das ist. Ich konnte die noch nie von nahem sehen. Ich habe die immer noch ein bisschen von Weitem gesehen. Er sitzt jetzt da oben, hat mich bemerkt und beobachtet mich. Die sind sehr scheu. Aber jetzt habe ich dich mal. Aber leider unscharf. Super interessant. Ich habe mir jetzt hier ein schönes Plätzchen in der Sonne ausgesucht, hier etwas oberhalb von der Höhle. Und hier scheint nämlich genau die Abendsonne hin. Der Felsen ist noch warm. Ich blicke hier auf die Palmen. Die Mückenschwärme, die hier so im Sonnenlicht hoch und runter fliegen. Das leuchtende Grün, wenn die Büsche von den Pflanzen angestrahlt werden. Es ist zauberhaft. Ab und zu mal flattern hier Vögel herum, Tauben, die in den Höhlen leben. Herrlich. Und jetzt werde ich hier mir die Geschichte von David gegen Goliath durchlesen. Denn ich bin gerade fleißig dabei, die Bibel von Anfang bis Ende zu lesen. Ich habe öfters in der Bibel gelesen, aber mal hier, mal da. Nie chronologisch der Reihenfolge nach. Und ich mache das zum besseren Verständnis, denn ich denke mal, wenn man sie von Anfang bis Ende liest, dann verstehe ich es vielleicht besser, weil die, ich denke mal, auch chronologisch und auch logisch angeordnet ist. Die Bibel ist ja eine Sammlung von Schriften, da ist also alles Mögliche drin, von Gedichten bis zu historischen oder geschichtlichen Angaben, also das ist so vielfältig. Und ich bin jetzt hier, ich lese schon eine Weile drin, bin ungefähr, ja, ich habe jetzt ein Drittel, ein bisschen weniger als ein Drittel vielleicht. Versuche einmal in der Woche eben da drin zu lesen, wirklich einen Tag lang, wo ich mir vornehme, eben nicht dann jetzt Fernsehen zu schauen, tagsüber oder Internet oder sonst was, sondern da wirklich mich damit zu beschäftigen und sonst unter der Woche auch abends vorm Schlafen gehen. Ja, soweit es halt geht und jede Gelegenheit nutze ich, so wie jetzt zum Beispiel. Und da lese ich jetzt David. Ich bin also ein bisschen weiter als bei David. Ich bin gerade bei Salomo. Habe jetzt Salomon, König Salomon durchgelesen. König Salomon ist der Sohn von König David. Und König Salomo ist wohl der bekannteste König und der, wo dem Israeliten am meisten Frieden gebracht hat, den ganzen Völkern. Der hat sich mit allen Völkern er hat Frieden geschaffen. Also zu seiner Amtszeit herrschte Frieden. Und das ist ganz interessant. Er war auf der ganzen Welt bekannt, König Salomo, für seine Weisheit. Aus aller fernen Welt kamen sie heran, um diesen König Salomon kennenzulernen. Und er hat auch hier viel drin geschrieben. Zum Beispiel stammen von ihm viele Psalme, das Hohe Lied der Liebe und viele Geschichten und weise Urteile. Ich denke mal, jeder kennt von König Salomo das Urteil, wo zwei Frauen zu ihm kamen, zwei Prostituierte und die hatten beide ein Kind. Und der einen ist das Kind nachts gestorben, weil sie sich vielleicht, warum weiß ich es nicht genau. Und der andere nicht. Und dann ist die eine Frau, der das Kind gestorben ist, zu der anderen Frau hin und hat nachts ihr Kind geklaut und hat am nächsten Tag und hat der anderen Frau das tote Kind dann hingelegt und hat behauptet, dass das Kind praktisch ihr gehören würde, was der anderen Frau gehörte. Und darüber spricht dann König Salomo ein Gerichtsurteil. Er sagt dann nämlich vor Gericht, ja, also wenn ihr euch beide um das Kind streitet, dann machen wir es doch einfach so, dass wir das Kind mit einem Schwert zwei teilen und dann kann jeder eine Hälfte von dem Kind haben. Und dann schrie die wirkliche Mutter dann laut auf, nein, töte das Kind nicht, gib es der anderen Frau. Und die andere Frau, der war das dann eigentlich egal, ja, zerteile das Kind ruhig, dann hat jeder eine Hälfte. Und da sagte dann Salomo, das Kind gehört der Frau, die wo das Leben des Kindes retten wollte. Ich konnte es jetzt, glaube ich, nicht so gut wiedergeben, aber es steht auf jeden Fall hier drin, sehr, und noch viele, viele andere weisen Sachen. Aber jetzt, heute David gegen Goliath. Die Geschichte ist eigentlich recht kurz. Ich lese gerade noch mir durch hier, wie David zum Königshof zu Saul kommt. Da ist David noch nicht König und dann wie er ein einziger Philister schüchtert Israels Heer ein, also da ist ein Riese, ein Philister, und der schüchtert das ganze Heer ein, aber David, der bekämpft ihn eben. David kommt zu Saul an den Königshof.
Der Geist des Herrn hatte Saul verlassen. Stattdessen schickte Gott einen bösen Geist, der den König immer wieder überfiel und ihm Furcht und Schrecken einjagte. Und es ist natürlich nie förderlich, wenn der König, jemand, der ein Volk führen soll, Furcht hat und Angst und Schrecken hat. Da kann ja das Volk ja nicht mehr klar führen. Ein König sollte doch immer mutig vorangehen. Eines Tages kamen einige Diener Sauls mit einem Vorschlag zu ihm. Du weißt selbst, dass ein böser Geist, den Gott geschickt hat, dich quält, sagten sie. Lass uns einen guten Harfenspieler suchen. Jedes Mal, wenn dieser böse Geist dich überfällt, wird der Mann seine Harfe zur Hand nehmen und darauf spielen. Ja, und dieser Harfenspieler ist eben David, der spätere König David. David ist ein einfacher Hirte. Das wird dich beruhigen und aufmuntern. Du brauchst nur zu befehlen, dann handeln wir. Das ist halt ein König. Ja? Er befiehlt, die anderen handeln. Ja, antwortet Saul, sucht mir einen guten Harfenspieler und holt ihn an den Hof. Einer der Männer sagte, ich denke da an einen jungen Mann, den ich einmal gesehen habe, einen Sohn Isais aus Bethlehem. Es ist nicht nur ein ausgezeichneter Harfenspieler, sondern auch mutig und kampferprobt. Er findet in jeder Situation das treffende Wort und sieht gut aus. Wo gibt's denn sowas? Der Herr steht ihm bei. Sofort sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm ausrichten, schick deinen Sohn David, den Schafhirten, zu mir, an den Königshof. Den Schafhirten. Der gut aussieht, der Harfe spielen kann, der Kampf erprobt ist. Da schickte Isai seinen Sohn zu Saul und gab ihm Geschenke für den König mit. Einen Esel beladen mit Broten, einen Schlauch Wein und einen jungen Ziegenbock. So kam David an Sauls Hof. Der König mochte ihn bald sehr gern und machte ihn zu seinem Waffenträger. Darum bat er Isai, lass doch David endgültig in meinen Dienst treten, denn ich hätte ihn sehr gerne bei mir am Königshof. Immer wenn der böse Geist über Saul herfiel, griff David zur Harfe und begann zu spielen. Und immer wieder brachte die Musik Saul Erleichterung. Er fühlte sich besser und der böse Geist ließ ihn in Ruhe. So, jetzt kommt die Geschichte von David gegen Goliath. Ein einziger Philister schüchtert Israels Heer ein. Ein einziger. Der schüchtert ein ganzes Heer ein. Gut, damals ging es natürlich noch Mann gegen Mann. Da hatten die keine Ausrüstung, so wie heute. Damals mussten die sich gegenüberstehen. Die Philister sammelten ihre Truppen im Socho, im Gebiet des Stammes Juda, zum Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Ephes Damim auf, zwischen Socho und Aseka. Auch Saul rief seine Soldaten zusammen. Sie lagerten im Tal der Terebinten und stellten sich in Schlachtordnung auf. An einem Bergkamm standen die Philister am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Vielleicht so wie hier, so ein Tal. Könnte ich mir gut vorstellen. Die stehen da oben, da stehen welche, hier das Tal. Die stehen sich eigentlich direkt gegenüber. Vielleicht hatten sie damals schon Pfeil und Bogen. Sie könnten sich mit Pfeilen beschießen, aber sie können nicht direkt in den Kampf treten. Das heißt, sie müssten erstmal durch das Tal hindurch. Da trat aus dem Heer der Philister ein einziger Soldat heraus. Goliath aus der Stadt Gat. Er war über 3 Meter groß. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen, alles aus Bronze. Auf der Schulter trug er eine bronzene Lanze. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum. Und allein die Eisenspitze des Speeres war über 7 Kilogramm schwer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild, ein Schutzschild.
Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann das sein, dass jemand 3 Meter groß ist? Hier in der Bibel steht drin, dass es früher noch Riesen gegeben hat. Da gibt es auch die Erklärung, soweit ich das verstanden habe, die Riesen sind daraus erstanden, dass die Engel die Menschentöchter so schön fanden und sich mit den Menschentöchtern, dass die ein Paar wurden und daraus her gingen die Riesen hervor. Aber die Riesen sind auch im Laufe der Zeit ausgestorben. Das steht auch hier drin, wann und wie und wann auch der letzte Riese gefallen ist. Also Goliath ist ein Riese, 3 Meter groß. Ich weiß nicht, der größte Mensch momentan auf der Erde, wie groß ist der größte? Also ich sage jetzt mal so, 2 Meter ist für uns schon groß. Sagen wir mal 2,20 Meter, 2,30 Meter, Mann, ist ja schon ein Riese. Wenn ihr mal jemand Großen so gegenüber gestanden habt und der vielleicht noch muskulös ist, so wie vielleicht die Wrestler, der dann noch so die ganzen Schilder trägt, also diese Uniform, dieser Schuppenpanzer, wie es hier steht, mit Beinschienen, alles aus Bronze, übelst schwer alles. Kann ich mir schon vorstellen, dass da die Leute eingeschüchtert waren vor so einem Viech. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte: Was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Ist natürlich schon eine Herausforderung. Andererseits, wenn man so überlegt, ist es auch eine gute Sache. Also wenn sich jetzt vielleicht in dem Volk, ich meine, Größe ist nicht alles, vielleicht ist auch ein guter kleiner Mann dabei, der kampferprobt ist. Und so könnte man die Schlacht ziemlich unblutig beenden. Das heißt, 2 kämpfen gegeneinander und wenn der eine verliert, dann untergeben sich die anderen. Dann brauchen nicht alle in ein Riesengemetzel übergehen und vielleicht sterben. Dafür sind sie natürlich hinterher, wenn sie verloren haben, die Sklaven der anderen. Das ist, ob das ein schönes Leben ist, das weiß ich auch nicht. Also, er fordert also die Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Jo. David besucht seine Brüder im Heer. David, der Sohn Isais aus Bethlehem in der Gegend von Ephrata in Juda, hatte 7 Brüder. Jetzt gerade mal schauen. Ja, ich wollte es ein bisschen überspringen, aber ich lese einfach weiter, weil ich wusste nicht mehr, dass das noch ein bisschen hindauert bis zu dem Kampf David gegen Goliath. Das ist noch, ja, fängt auf der nächsten Seite an. Die Sonne ist noch da, ich kann noch sehen und lesen, also lese ich weiter. David besucht seine Brüder im Heer. David, der Sohn Isais aus Bethlehem in der Gegend von Ephrata in Juda, hatte 7 Brüder. Isai war zu jener Zeit, als Saul König wurde, schon zu alt für den Kriegsdienst. Seine 3 ältesten Söhne jedoch waren Sauls Aufruf gefolgt und mit in den Kampf gezogen. Der älteste hieß Eliab, der zweite Abinadab und der dritte Schammah. David war der Jüngste. Hin und wieder kehrte er von Sauls Königshof nach Hause zurück, um in Bethlehem wieder die Schafe und Ziegen seines Vaters zu hüten. Er ist also am Königshof, direkt bei dem König, aber kehrt ab und zu mal nach Hause zu seinem Vater und hütet die Schafe und Ziegen. Der Riese Goliath stellte sich schon seit fast 6 Wochen, jetzt Hammers, ist also keine einmalige Sache, sondern der Riese stellte sich schon seit fast 6 Wochen jeden Morgen und jeden Abend zwischen den beiden Heeren auf und forderte die Israeliten heraus. Muss also schon auch einen Grund haben, dass die sich nicht sofort angegriffen haben. Und da ist ja auch dieses Tal dazwischen, also ganz schöner Schlagabtausch. Eines Tages sagte Isai zu David: Schau doch einmal nach deinen Brüdern, die in den Krieg gezogen sind. Bring ihnen diesen Sack gerösteten Weizen und 10 Brote mit. Ihrem Hauptmann kannst du diese 10 Stücke Käse geben. Erkundige dich, wie es ihnen geht, und bring mir ein Lebenszeichen von ihnen. Sie sind mit Saul und den Israeliten immer noch im Tal der Terebinten und kämpfen gegen die Philister.
David überließ die Herde einem Hirtenjungen und machte sich mit allem, was Isai ihm mitgegeben hatte, frühmorgens auf den Weg. Als er das Heer erreichte, zogen die Soldaten gerade unter lautem Kriegsgeschrei zum Kampfplatz und gingen in Stellung. Ihnen gegenüber standen die Philister, auch sie bereit zum Kampf. David ließ sein Gepäck bei der Wache des Lagers zurück und eilte den Soldaten nach, um seine Brüder zu sehen. Das heißt, die sind also jeden Morgen zum Platz hingegangen, wo sie kämpfen wollen, und abends wieder zurück in ihr Lager sozusagen. Als er sie gefunden hatte, fragte er sie, wie es ihnen gehe. Noch während sie sich unterhielten, kam Goliath von Gat wieder aus den Schlachtreihen der Philister hervor, und David hörte, wie er die Israeliten zum Zweikampf herausforderte. Kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packte sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. »Hast du gesehen? Dort kommt er wieder«, riefen sie einander zu. »Hör nur, wie er uns immer wieder verspottet. Der König hat eine hohe Belohnung ausgesetzt für den, der diesen Kerl umbringt. Ja, er will ihm sogar seine Tochter zur Frau geben. Das ist schon was. Dazu soll seine ganze Familie sofort von den Steuern befreit werden.« Haben wir damals auch schon Steuern bezahlt. David fragte einige Soldaten in seiner Nähe, welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Sie erzählten David noch einmal, welche Belohnung der König ausgesetzt hatte. Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. »Was hast du überhaupt hier zu suchen?«, fuhr er ihn an. »Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie hochnäsig und eingebildet du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen.« »Was habe ich denn getan?«, entgegnete David. »Ich habe doch nur eine Frage gestellt.« Er drehte sich zu einem anderen um und fragte noch einmal nach der Belohnung, und wieder erhielt er dieselbe Antwort. Ich glaube, die haben jetzt ein bisschen Schiss, dass es da einen Mann gibt unter all diesen Soldaten, der sich wirklich traut, gegen diesen Goliath, gegen diesen Philister anzutreten, weil keiner hat sich getraut. Wenn sich jetzt einer traut, stehen natürlich alle ein bisschen als Feige da. Die Wahl der Waffen. Als die Soldaten merkten, worauf David hinaus wollte, meldete es jemand dem König. Gut, nochmal kurze Anmerkung, vielleicht sind die auch ganz froh, wenn sich jemand endlich freiwillig meldet und gegen diesen Philister, der jeden Morgen da steht und die Leute herausfordert, wenn da endlich mal sich jemand traut und gegen ihn antritt. Das könnte natürlich auch sein. Einer muss es ja machen. Als die Soldaten merkten, worauf David hinaus wollte, meldete es jemand dem König. Der ließ ihn sofort zu sich rufen. »Mein König«, sagte David zu Saul, »von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen.« »Das ist unmöglich«, antwortete Saul. »Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen.« Doch David ließ nicht locker. »Als ich die Schafe meines...« Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Schließlich gab Saul nach: Gut, du sollst mit ihm kämpfen. Möge der Herr dir beistehen. Dann gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte
er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versuchte er, einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. »Das geht nicht. Ich kann mich ja kaum darin bewegen«, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte 5 flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit dem Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Die müssen auch gedacht haben, der Junge ist völlig übergeschnappt. Aber er hatte sehr großes Vertrauen, kann man sagen. Ein riesiges Vertrauen. Vollstes Vertrauen. Ich denke mal, er hat nicht eine Sekunde daran gedacht, zu verlieren. Davids Sieg. Auch Goliath rückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorausging. Plötzlich bemerkte er David. »Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg«, spottete er, weil David noch sehr jung war, braun gebrannt und gut aussehend. »Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst?«, brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, »Komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben.« Doch David rief zurück, »Du, Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott des israelischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Philister, den Geiern und Raubtieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben.« Als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Jetzt kommt also das Finale. Im Laufen nahm er einen Stein aus der Tasche, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf und bohrte sich tief in seine Stirn. Sofort fiel der Riese zu Boden auf sein Gesicht. So überwältigte David den mächtigen Philister mit einer einfachen Steinschleuder und einem Kieselstein. Da er kein eigenes Schwert hatte, lief er schnell zu dem Riesen, zog dessen Schwert aus der Scheide und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, ergriffen sie die Flucht. Die Männer von Israel und Juda stimmten ein lautes Siegesgeschrei an und jagten hinter den fliehenden Feinden her. Sie verfolgten die Philister bis in die Ebene hinunter, bis vor die Tore der Stadt Ekron. Auf dem ganzen Weg von Scharaim bis nach Gat und Ekron sah man die Leichen der Philister liegen. Schließlich kehrten die Israeliten von ihrer Verfolgungsjagd zurück und plünderten das verlassene Lager der Philister. Den Kopf Goliaths brachte David später nach Jerusalem. Die Waffen des Riesen legte er in das heilige Zelt. Das ist also die Geschichte von David gegen Goliath. Ich denke mal, das Video werde ich als ab 18 deklarieren oder ab 16. Ich weiß nicht, ob es für sowas bei YouTube gibt. Okay, jetzt ist die Sonne untergegangen. Oh, das war schön. Gut. Ein bisschen komme ich mir ja vor wie in so einer biblischen Gegend, wenn ich hier lese. Jetzt so im Schwarzwald unter verschneiten Tannen und Fichten. Da würde das vielleicht nicht so passen, aber hier passt es irgendwie ganz gut zusammen mit den Palmen und irgendwie ist das so eine Gegend, wie man sich das dort vielleicht vorstellt oder wie man es in diesen Bibelfilmen immer sieht. Was mir da noch einfällt, was Gott immer wieder macht, wenn er sein Volk befreit, da gibt es auch eine Geschichte,
wo die also ein Riesenheer aufstellen und den Feinden ziemlich überlegen sind. Aber Gott sagt extra dem Heerführer, dass er seine Soldatenzahl verringern soll. Denn sonst heißt es nachher, dass die Soldaten oder das Heer aufgrund ihrer Stärke, auf ihrer eigenen Stärke, aufgrund dessen gewonnen hätten. Und Gott achtet immer darauf, dass es also eigentlich, wenn man es so von außen betrachtet, immer so erscheint, dass die das so von sich aus nicht schaffen könnten. Also so wie jetzt David gegen Goliath, so der David, der Hirtenjunge mit einer Steinschleuder, ist doch unmöglich, dass diesen übermächtigen Feind besiegen kann. Aber es ist halt immer der Vater, Gott im Hintergrund, der diesen Sieg bringt. Und da ist eigentlich die Waffenstärke, die Anzahl der Männer, spielt ja keine Rolle, sondern eben das Vertrauen auf ihren einen einzigen Gott, und der verhilft ihnen immer wieder sehr oft zum Sieg. Es gibt auch lustige Fun Facts in der Bibel zum Thema Ernährung. Also die Israeliten haben ja durch Mose ihre Reinheitsgebote bekommen, und da gibt es auch viele Reinheitsgebote fürs Essen. Und da ist zum Beispiel im Reinheitsgebot drin, was erlaubt ist, ist erlaubt, Heuschrecken zu essen, weil die von der Erde wegspringen. Aber alles andere, Gewürm, Kriechzeug, Käfer, so exotische Sachen, wo man heutzutage manchmal so sieht, wenn sie im Ausland, was sie da so für exotische Sachen essen, ist alles nicht erlaubt, ist alles unrein. Aber Heuschrecken sind rein. Und das erinnert mich immer an die Heuschrecken, die es da so bei Survival Food oder so, die Heuschrecken, die man auf der Wiese fängt. Hier so Survival-Videos, und dann spießt man die Heuschrecken auf so ein Spießchen auf, grillt die im Feuer. Das ist ausdrücklich in der Bibel erlaubt. Heuschrecken darf man essen. Und Johannes der Täufer, da steht es auch wieder drin im Neuen Testament, dass Johannes der Täufer sich von Heuschrecken ernährt hat. Jetzt kommt hier richtig schön die Abendsonne nochmal raus, und ich möchte mich mit diesen Bildern bei euch verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit in diesen herausfordernden Zeiten. Ja, ich bedanke mich auch fürs Reinschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid, Leute. Macht's gut, wir sehen uns. Tschüssle!